So, schön schlafen und während wir jetzt auf dem Weg sind nach wahrscheinlich Lorwa. Oh. Was ist denn los? Fragt Gwendolyn. Ich glaube, ich habe was gehört. Und anscheinend hat er wirklich was gehört. Und es war sind Räuber. Wie viele Räuber sind es denn? 1, 2, 3, 4. Ja, da versuchen wir doch mal unser Glück beim Computerkampf berechnen. Und Jalan sieht nicht gut aus. Und Gwendolyn ist K.O. Nee, Mürrum ist K.O. Ja, eigentlich wollte ich die schwierigen Kämpfe alle von Hand machen, aber das wäre mir gerade ein wenig zu lang gewesen, denn ich wollte euch darauf einstimmen, was wir jetzt vorhaben. Und das ist erstmal anzuhalten. Stopp, 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 stopp. Wir laufen jetzt gar nicht erst los. Ich sagte, wir laufen gar nicht erst los. Helden anschauen. So, also bevor ich mit meiner Rede wieder anfange, sollten wir die ganzen Leute verarzten. Jalen kann sich nicht selber verarzten, aber sie ist noch bei Bewusstsein genug, um Mürrem zu verarzten. Genau. Noch jemand angeschlagen. Gwendolyn. Wunden heilen. Gwendolyn, 13 Lebenspunkte. Talana ist ein ganz bisschen. Mürrem ist sehr viel. Giron hat einen Kratzer und Tyrik hat einen leichten Kratzer, aber die sind nicht so wichtig. Also erstmal. Also, die Wunden sind nicht so wichtig, nicht die beiden. Die sind natürlich wichtig. Vor allem Tirik. So. Mürrum hat selbst noch Kräuter? Ja, hat sie. So, damit werden die auch hochgepäppelt. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg Richtung Lovang. Unsere Helden wissen zwar, dass da Orks sind, aber sie haben bereits eine andere Stadt mit Orks gesehen, nämlich Tiefhusen. Und abgesehen von der einen kleinen Sache mit Gerugon ist es da doch recht friedlich abgelaufen. Und wir haben sogar einen Ork getroffen, der ein kleines Mädchen in Schutz genommen hat und uns danach später das Leben gerettet hat. Weil hätte er nicht für uns eingegriffen, wären wir wahrscheinlich von den ganzen Orks da aufgemischt worden. Also versuchen wir jetzt einfach mal, uns einigermaßen unauffällig zu verhalten, weil wir das ja so gut können. Und dann einfach nur schnell rein, uns ein wenig in den Tavernen umhören nach dem Salamanderstein und der Binge. Denn wir wissen zwar den Namen der Binge inzwischen, aber wir haben immer noch keine Ahnung, wo genau die liegen soll. Und in der großen Stadt wird bestimmt irgendjemand die Mine kennen. Ja, was haben wir hier? Ihr entdeckt einige Schritte in den Wald hinein, ein verlassenes Lager. Die herumliegenden Werkzeuge, vornehmlich Äxte und die schon seit einiger längeren Zeit verlassenen Zelte lassen auf einen hektischen Aufbruch der Bewohner schließen. Wollt ihr das Lager durchsuchen? Ja. Beim Durchsuchen des Lagers entdeckt ihr einige noch brauchbare Gegenstände, die die Holzfäller in ihrer Hektik offenbar übersehen haben. Welche Gegenstände wollt ihr mitnehmen? Zwei Decken, drei Äxte, ein paar Stiefel nehme ich auch mal mit. Wir haben keinen Platz, um Stiefel aufzunehmen. Wir haben auch keinen Platz bei ihr. Ist doch jetzt echt albern. Den Schlüsselbund schmeißen wir bestimmt nicht weg, nur um da. Na gut, dann nehmen wir halt nichts mit. Doofen Schuhe. Apropos Schlüsselbund. Wir hatten doch. Alle überladen. Wir hatten doch irgendwo einen blauen Schlüssel. Oder haben wir ihn schon rangetan? Nee, haben wir nicht. So. Gucken wir mal. Das war das Problem. Kannst du jetzt den wieder zurückschieben und dafür das und den jetzt benutzen? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er da dran ist. Wir wollen uns das Schlüsselbund angucken. Er enthält einen Schlüssel. Ja, sehr gut. Zurück. Schlafen. Jo. Keine Kräuter und wir werden schon wieder geweckt. Ich glaube, ich habe was gehört. Ein Ork, zwei Oger. Nö, Kampf berechnen, keine Magie. Die Oger sind ja nicht wirklich viel stärker als die Orks und Orks allgemein sind ja auch kein Problem mehr. Also jedenfalls die, die hier draußen rumlaufen. Die in der Stadt werden schon ein ganz anderer Schnack sein. Müssen wir mal gucken. So, Säbel nehmen wir auch alle mit, denn wir brauchen jede Menge Zeug zum Verkaufen. Wir sind so arm dran, das geht schon gar nicht mehr. Und Mürrem ist wohl krank geworden. Nicht gut. Gleich anhalten. Helden anschauen. Und du heilst bitte die Krankheiten. Krankheit heilen. Brümm. Schlachtenfieber.
Sa sei Dank, kann die Krankheit stoppen und 3 Lebenspunkte. Sehr gut. Oh, und da ist noch ein kleines Städtchen vor Luwang. Gucken wir, was da so ist. Wir würden gerne nach Nordosten. Ein Weiterplan? Nein. Auch wenn das bestimmt nur wieder irgend so eine kleine Herberge ist. Aber na gut, das werden wir auch ganz gut gebrauchen können. Dann können wir uns da so 2-3 Tage ausruhen, bis Myrrem und Talana volle Astralenergie haben. Weil wer weiß, was in Luwang auf uns wartet. Da sollten wir schon möglichst ausgeruht sein. Ruckartig bleibt Myrrem stehen. Von vorne ist leises Geklingel hörbar, das allmählich lauter wird. Je näher es kommt, desto deutlicher ist es, als das Klirren von Waffen und Rüstung zu erkennen. Wollt ihr euch verstecken? Ja. Einige Minuten später seht ihr einen Trupp Orks vorbeiziehen, die etwa 30 Schwarzpelte unterhalten sich lautstark über etwas offenbar sehr so Lustiges. Dennoch bewegen sie sich in disziplinierter Marschordnung vorwärts. Nach kurzer Zeit sind sie noch zu hören. Ja, definitiv viele Orks hier um Luwang rum. Aber wir laufen ja auch schnurstracks auf der Straße drauf zu. Eigentlich hätten wir uns vielleicht lieber durch die Büsche schlagen sollen. Aber na gut. Ich hoffe mal, unsere Helden suchen die Lagerplätze immer etwas abseits von der Straße. So, und heute kommen wir doch bestimmt da an. Ihr habt eine Abzweigung erreicht. Wir wollen die Route wie geplant fortsetzen. Wir wollen weiter marschieren. Komm schon, komm schon. Ihr könnt die Hütte doch schon sehen. Na gut, die müssen echt fertig sein. Dann lassen wir sie auch mal schlafen. So, und es ist ein Tempel und eine Herberge. Gehen wir nochmal in die Herberge. Und fragen da schon mal nach der Binge. Nach der Binge meine ich. Ich sehe kein... Ah doch, da, Zwergenbinge. Im Tasch gibt es eine alte verlassene Zwergenmine. Wenn ihr das meint. Die liegt vielleicht 30 Meilen westlich von hier. Oh, das ist doch ein sehr guter Tipp. Was könnt ihr uns denn über Luwang sagen? Luwang ist von den Orks belagert. Da kommt keiner raus. Fraglich, ob die Belagerungsposten der Orks noch Reisende in die Stadt hineinlassen. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Schlafen erstmal 3 Tage. Und klopfen dann einfach an Luwangs Tür und fragen, ob wir rein dürfen. Und wenn sie dann gleich ihre Waffen zücken, dann verpieseln wir uns einfach. Schlafen, ja. Nee, stopp. Erstmal meditieren. Talana, meditieren. So. Und schlafen, ja. Ruhig die 3 Tage. Das passt schon mit der Astralenergie dann, denke ich mal. So, 2. Tag. Und 3. Tag. Myrrem ist schon mal voll, Yalin ist voll und Talana fehlt nur noch ein wenig. Das ist schon in Ordnung. So, wir würden gerne weitergehen. Und zwar direkt auf Luwang zu. So, nein, nicht weiter fortsetzen. Wir werden bestimmt auch bald von irgendeiner Patrouille aufgehalten, die fragen, was wir wollen. Dann sollten wir die ganzen Säbel und Schwerter mal verstecken, die wir dabei haben. Wir sehen ja schon fast aus wie Waffenhändler. Wir wollen einen Lagerplatz suchen. Wir sollten nicht nachts an die Tore anklopfen, das kommt bestimmt nicht gut. Außerdem wird es wahrscheinlich ignoriert werden. Oder mit einem Pfeilhagel begrüßt. Ja, das muss echt nicht sein. Wir wollen die Route wie geplant vorsetzen. Hier sind überall kleine Abzweigungen. Am Wegrand sitzt ein Reisender, der es sich bei Brot und Hartwurst bequem gemacht hat. Als er euch näher kommen sieht, winkt er euch zu. Sicherlich seid ihr auf dem Weg nach Luwang, oder? Und ein Päuschen, so scheint es, würde euch auch nicht schaden. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne zu mir setzen. Dann werden wir erst in Ruhe etwas essen und später gemeinsam nach Luwang weiterziehen. Schaden kann es nicht. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der uns da einfacher reinlassen kann. Gerne. Antaron ist mein Name. Ich kenne mich gut hier in der Gegend aus. Und in Luwang. Freut mich, dass ich nicht allein nach Luwang weiterreisen muss, wo doch überall Gefahr durch diese Schwarzpelze droht. Nach einer kurzen Mahlzeit setzt ihr den Weg gemeinsam mit Antaron fort. Haben wir jetzt einen NPC bekommen? Stopp. Reiseoption. Reise unterbrechen. Und ja, wirklich, wir haben Held dazu bekommen. Sehr schön. Ein Bogen, 20 Pfeile, ein Florett.
Lakritze. Also er hat genug zu essen, genug zu trinken. Er hat keine Rüstung an. Das ist nicht so gut. Hast du ordentliche Stiefel wenigstens? Ja, hast du. Wir könnten ihm ein paar von unseren Pfeilen noch abgeben. Wir haben ja doch recht viele. Also wir geben ihm mal... Nicht 90, wir geben ihm mal 20 Pfeile. So, zurück. Aber sehr schön. Noch jemand, der Schwerter tragen kann. Als ihr den Wald erreicht, steht ihr unmittelbar vor einem großen orkischen Heerlager. Hunderte der Schwarzpelze lungern herum, spielen mit Würfeln oder polieren ihre Waffen. Das Ganze ähnelt so sehr einem kaiserlichen Garderegiment, dass ihr zweimal hinsehen müsst, um auch wirklich sicher zu gehen, dass es Orks sind. Von euch allerdings, obwohl gelegentlich mal einer herübersieht, scheinen sie sonst keinerlei Notiz zu nehmen. Wollt ihr umdrehen oder weitergehen? Sie scheinen echt ziemlich diszipliniert zu sein. Ich will nicht wissen, wer der Anführer von ihnen ist. Wir wollen weitergehen. Langsam und betont unauffällig geht ihr weiter, aber niemand scheint sich an euch, an eurer Anwesenheit zu stören. Erst als ihr mitten im Lager steht, nähern sich euch gemächlich vier Orks. Rennen beginnen ist bestimmt keine gute Idee. Wir gehen dennoch weiter. Ohne größere Feindseligkeiten bauen sich die vier Krieger vor euch auf und mustern euch. In sehr hartem, aber gut verständlichen Gereti spricht euch einer an. Ihr wollt nach Lowang, richtig? Kein Problem, hereinlassen wir alle. Ist gut für uns. Gepäck und Waffen her, Rüstung natürlich auch. Und keiner hat Schmerzen. Ah, so viel zu der Disziplin. Und wenn wir wieder umdrehen, hauen die uns bestimmt in den Rücken. Ja, sowas gibt's in jeder Armee. Leute, die das Ganze ausnutzen. Wir versuchen erstmal wieder umzudrehen. Wir können wieder umdrehen. Aber Gepäck her, Waffen und Rüstung. Oder weiter nach Lowang. Die Orks durchwühlen euer gesamtes Gepäck und türmen es zu einem kleinen Haufen zusammen. Ein Schamane tritt herbei und betrachtet misstrauisch euer Gepäck, das gerade von einem der Orks sortiert wird. Zauberzeug. Käferlich. Zischt der Schamane plötzlich, worauf der Ork erschrocken und mit spitzen Fingern einige der Dinge wieder in eure Rucksäcke zurückschiebt. Schließlich dürft ihr die Orks passieren. Okay, Zauberzeug haben sie uns also wohl gelassen. Das heißt, Terry dürfte seine Axt noch haben, sonst wäre er auch durchgedreht, denke ich mal. Kaum habt ihr die Stadt erreicht, da seid ihr schon von Neugierigen umringt. Offenbar sind schon in längerer Zeit keine Reisende mehr in Lowang angekommen. So viel zu, wir gehen mal kurz hier rein, verkaufen mal ein paar Sachen, hören uns um und gehen wieder raus, Na gut, habt Dank, Freunde, für die Begleitung durch das unsichere Gebiet. Ich werde jetzt meinen Bruder suchen. Wenn ihr einmal Hilfe braucht, könnt ihr euch an ihn wenden. Der kennt sich sehr gut aus in Lowang. Ich selbst werde die Stadt schon bald wieder verlassen. Wirst du das? Also kann man doch wieder raus? Okay. Also Antaro hieß er. Das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Antaro. Bruder? Fragezeichen. Er hat nämlich nicht gesagt, wie sein Bruder heißt. Und weg ist er mit unseren 20 Pfeilen. Okay. Gucken wir, wie unser Gepäck aussieht. Wir sind Nakidai. Na, wir zumindest haben unsere Stiefel, eine Hose und die Rüstung an. Magische Zeug auch. Er hat nicht mal eine Rüstung an. Das ist auch kein Hemd. Warum durften die ihren Lederharnisch behalten? Okay, vielleicht wäre es zu freizügig für die Frauen, aber das finde ich doch ein wenig unfair. So, Speer bitte zum Mürrem. Er hat seine Axt, ist auch oben ohne. Sie hat ihre Sichel. Stirnreif kannst du auch mal anziehen. Sie hat ihre Krötenhaut auch behalten dürfen. Na gut. Also hätten unsere Jungs auch alle Lederrüstung getragen. Hätten sie jetzt wenigstens Rüstung. Aber ihr Lederzeug ist weg. Komisch. Na gut. Talana hat eine Robe verloren. Die andere hat sie noch an. Ihr Rezeptbuch hat sie. Oh, haben wir das Schlüsselbund noch? Ne, unser Schlüsselbund ist weg.
Okay, wir brauchen den blauen Schlüssel wahrscheinlich auch nicht mehr, aber trotzdem ganz schön dreist, dass wenn da irgendwas Wichtiges dran gewesen wäre. Na gut. Dann können wir jetzt auf jeden Fall nicht unsere Sachen verkaufen, denn wir haben nichts mehr. Oh, apropos nichts haben. Haben wir noch Geld? 35 Dukaten. Hatten wir so viel auch vorher? Wir könnten versuchen, wieder rauszugehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir unser Zeug wieder kriegen. Wir sollten uns echt erstmal nach den Salamanderstein weiter umhören. Und nach dem Bruder von dem Antoros. Der soll uns ja irgendwie helfen können. Oh, was ist denn das für ein Gebäude? Oh. Ein ganz normales Gebäude. Das sah nur so komisch aus. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier ist nichts Besonderes. Da ist das Südtor. Hier sind überall nur Privathäuser. Na gut, dann schwanken wir einmal durch die Stadt und lassen Tirik seine Arbeit tun. Jo, wir wollten nicht zu dir. Warum auch immer jetzt gerade das Fenster wieder aufgegangen ist. So. Ein Fluss führt hier wohl durch. Das könnte noch hilfreich sein, wenn wir mal eine Horde Orks hinter uns herlaufen haben. Da hinten ist ein Tempel. Ein Heiler. Oh, hier kommen wir darüber. Scheint eine sehr verwinkelte Stadt zu sein. Ah, ein bettelndes Kind? Nein. Eine Herberge? Ah, hier können wir rüber. Sehr schön, da die Geweihten meist recht freundlich sind, gehen wir einfach mal da rein und hören uns ein wenig um. Ein Pereine-Tempel. Hallo. Was könnt ihr uns sagen über Luwang? Selbst im Travia-Tempel können sie keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wenn die Götter uns nicht mehr beistehen, sind wir verloren. Wir könnten uns auch nach Ingramosch und der von Egelbronn umhören, aber da sollten wir uns ja eigentlich erst melden, wenn wir den Salamanderstein haben. Weißt du etwas über den Salamanderstein? Nein. Weißt du etwas über Ingramosch? Nein. Von Egelbronn? Nein. Von der Binge im Westen? Anscheinend nicht. Vom Tasch? Ein Uferpfad führt von Zwall aus in die Taschberge. Nördlich des Flüsschens geht's in die Blutzinn. Okay. Orks? Die Orks haben sich an Pereines Gaben vergriffen und ohne Einladung an den Tisch der Göttin gesetzt. Dieser Frevel wird nicht ungestraft bleiben. Schauen wir mal. Gesprächsende. Na gut, und es ist inzwischen dunkel. Sollten uns gleich mal eine Herberge suchen, denn es gibt bestimmt eine Sperrstunde. Einmal. Was? Tut mir leid, aber es gibt keine freien Betten mehr in unserem Haus. Oh. Das ist ja schade. Aber ich finde es sehr cool, dass sie das mit reinprogrammiert haben. Also es macht Sinn, wenn überall Flüchtlinge sind, dann werden vor allem die Herbergen alle überfüllt sein. Aber was machen wir denn die ganze Nacht? Wir könnten uns irgendwo in eine Ecke verdrücken und einfach schlafen. Aber vorher gucken wir uns noch ein wenig um. Hier ist noch ein Tempel. Ein Schmied, eine Taverne. Hammer und Amboss, wir setzen uns mal an die Theke. Essen kann ich euch leider keins anbieten, aber einen verdünnten Wein will ich gerne servieren. Na gut, besser als nichts. Die Wirtin bringt euch einen verdünnten Wein, der trotz allem recht gut schmeckt. Okay, hallo? Was bist du über Ingramosch? Ha, den kennt ihr? Ein toller Bursche. Noch vor ein paar Wochen haben wir zusammen ein paar Krüge geleert. Okay, wir wissen jetzt, er ist ein toller Bursche. Was ist mit der Egelbronn? Nö. Was ist mit dem Salamanderstein? Nein. Luwang. Direkt nebenan ist die Ingrim-Schmiede. Da werden die Waffen für die Stadtgarde hergestellt. Genug geplaudert. Na gut, dann setzen wir uns doch mal an einen besetzten Tisch. Und gucken, ob da jemand reden will. Seid gegrüßt, werte Reisende. Was kannst du uns sagen über Ingramosch? Hört sich an wie ein Zwergenname. Kennen? Nö. Egelbronn?
Nein. Salamanderstein? Nein. Lovang. Wenn ihr Waffen braucht, fragt bei Dragan in Sveltscheid. Der kann alles organisieren. Dragan in Sveltscheid? Dragan in... Das bringt uns aber jetzt gerade nichts. Wir hätten gerne hier drin einen Waffenhändler. Sveltscheid wird wohl ein anderes Dorf sein. Oder ist das ein Name von irgendeiner Behausung? Nee, das Feld ist ein Fluss. Und Scheid ist dann wahrscheinlich irgendeine Flussgabelung. Wonach denn das Dorf benannt wurde? Wir verdienen uns aber erstmal ein wenig Geld. Und zwar würde gerne Jallen musizieren. Und wir haben... Keiner von euch hat ein Musikinstrument dabei. Und mit Klimpern auf Waffen ist hier kein Blumentopf zu gewinnen. Ja, Mürrem. Akrobatik. Nee, Tanzen. Ja, zwei Dukaten. Aber Akrobatik ist auch eine gute Idee. Wir hatten da den höchsten Wert. Körper. Akrobatik 5, 5, 3, 4, 4. Auch Mürrem. Na gut. Dann nochmal Mürrem. Akrobatik. 5 Silberlinge. Na gut. Dann mal raus hier. 3 Silberlinge für den verdünnten Wein. Und so könnten wir jetzt nach und nach die Tavernen hier abklappern, wenn sie dann alle so lange noch aufhaben. Da ist noch ein Schmied. Noch eine Herberge oder ist es dieselbe Herberge? Ne, keine Zimmer frei. Was sagt Tirix Karte? Die müsste inzwischen schon recht. Wow. Okay. Das kann eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind. Also Schmieden, Schmied. Herberge, Ingrim Schmiede, Ingrim Tempel. Oh, da könnten wir nach dem Zwerg fragen. Wenn nicht da, wo dann? Das heißt, wir laufen jetzt nach Süden und dann müssen wir die beiden Tempel schon sehen. Norden, Süden, einfach geradeaus. Und leicht abbiegen, da ist der erste Tempel und hier ist der Ingrim Tempel. Ja, hallo. Wir hätten gerne Informationen über Ingramosch. Ingramosch war noch vor 2 Monaten in der Stadt, aber ich glaube, er ist in die Blutzinnen gezogen, um sich die Orks vorzuknöpfen. Also selbst wenn wir den Salamanderstein jetzt hätten, müssten wir ihm hinterherlaufen. Na gut. Was recht ulkig ist, dann müssen wir erstmal in den Tasch, was ja quasi um die Ecke ist von den Blutzinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann wären wir eigentlich hierher gekommen, ihn zu suchen und müssten dann wieder zurück in... Naja. Also das war das. Von Egelbronn. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Muss wohl in Eidal wohnen. Eidal? Okay. Egelbronn. In Eidal? Fragezeichen. Und Ingramosch. Blutzinn. Auch wenn das recht vage ist. Wir hätten gerne Waffen. Gute Waffen wurden in Lovang geschmiedet, doch ohne Material nutzt die beste Schmiedekunst nix. Okay. Orks. Ich bete zu Ingrim, dass er die Erde auftue und das Orkenheer darin verschwinden lasse. Ah, das sind gute Gedanken. Blutzinn. Die Blutzinn sind eines der mächtigsten Gebirge im Norden. Man sagt, dass die Orks in den Höhen dieser Gebirge hausen. Sie sollen sogar richtige Städte unter der Erde haben. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Salamanderstein. Nein, das war zu viel für ihn. Na gut, raus hier. Dann laufen wir einfach mal ein wenig wieder querbeet durch die Gegend. In der Hoffnung, dass wir zu irgendeinem Gebiet kommen, wo wir noch nicht waren. Brückenzoll, 1 Silberstück. Nee. Zahlen wir 1 Silberstück. Man merkt, wir sind in einer belagerten Stadt. Überall wird ausgebeutet. Und hier haben wir einen Waffenhändler. Der wird aber um 23 Uhr nicht aufhaben. Und heute ist Totenfest. Super. 8 bis 19 Uhr. Na gut, dann suchen wir uns mal eine Häuserecke. Hier ist doch gut. Und gucken mal, ob wir hier überhaupt schlafen dürfen.
Wir stellen auf jeden Fall Wachen auf. Gerugon, Tirik, Gwendolyn. Allgemein sollten wir Gwendolyn mal nach vorne schicken. Und schlafen. Ja. 9 Stunden. Ja, scheint soweit zu gehen. Also ist nicht sehr erholsam, aber es geht. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen für Gwendolyn ein Rapier. Wir brauchen Lederzeug zumindest für alle. Wir brauchen noch einen Langbogen für Yallen. Einen Langbogen für Myrrhem. Jede Menge Pfeile. Und das war's erstmal. Und wir haben für das Ganze 37 Dukaten. Schauen wir mal. Da. Wir würden gerne kaufen. Bitte hab ein gutes Angebot. Das ist kein gutes Angebot. Wir könnten Pfeile kaufen, aber die bringen uns nichts ohne Bogen. Wir könnten Hemden kaufen für Tirik und Gerugon. Ja, allein schon aus Anstand sollten die was tragen. Gwendolyn bitte feilschen. Und raus hier. Wenigstens haben wir keine Gewichtsprobleme mehr. Ha, ha, ha. Komm schon, Gerugon, zieh das an. Tirik auch. So. Ja, nicht gut bestückt. Die Orks werden sich wohl das beste Zeug geschnappt haben. Das heißt, wir müssen uns weiter umsehen, ob vielleicht irgendein anderer Waffenhändler noch so einen kleinen geheimen Vorrat für uns hat. Da hätten wir eine Kräuterhändlerin bestimmt. Oder einen Kräuterhändler. Nee, eine Händlerin. Wir würden gerne kaufen, und zwar Zaubertrank. 24 Dukaten für einen stinknormalen Zaubertrank. Nee. Also die Preise sind wirklich tierisch überteuert. Kriegsgewinnler, allesamt. Das heißt, wir werden uns jetzt hier nach und nach immer wieder in Tavernen rumsch... Oh, was ist das denn hier für ein Brunnen? Oh. Also ja, wir werden uns hier nach und nach in den Tavernen rumschlagen müssen. Tanzender und akrobatisierender Weise, um ein wenig Geld zusammenzubekommen. Aber wofür geben wir das Geld dann aus? Für Zaubertränke 2 Stück vielleicht? Rüstung und Waffen kriegen wir anscheinend keine. Und wie sollen wir den Bruder finden? Er hat uns auch echt keinen Namen und keinen Anhaltspunkt gegeben. Das ist schon ein wenig skurril. Oh, ein Gemischtwarenhändler. Wir würden gerne Instrumente kaufen. Sehr schön. Er scheint ein bisschen ein größeres Angebot zu haben. Aber keine Musikinstrumente. Haben wir Wasserschläuche? Nein, haben wir nicht. Brauchen wir auch erstmal nicht. Wir werden eh immer wieder irgendwo was essen oder trinken. Schlüsselbund brauchen wir erstmal auch nicht. Dietriche brauchen wir. Wir brauchen ganz dringend Dietriche. Aber ich sehe hier keine. Ah. Wir haben hier echt nichts, was wir gebrauchen könnten. Komm raus. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir haben noch viel zu viel Platz zum Aufdecken. Da ist eine Taverne, die aber noch nicht aufhaben wird. Also halten wir uns erstmal weiter an der Stadtmauer. Zu unserer Rechten. Da sind... Also hier geht's raus. Hier könnt ihr nicht raus, denn vor dem Tor gibt es einen Belagerungsposten der Schwarzpelze. Lasst uns durch, mit den Orks wären wir schon fertig. Nein. Wisst ihr einen anderen Weg? Ihr macht wohl schlechte Witze. Wenn wir einen Weg wüssten, wären wir längst nicht mehr hier. Ja, die menschlichen Wachen haben auch nicht wirklich Lust auf das Ganze. Torhaus der Feste Lowang. Oh, da bin ich wohl falsch abgebogen. Als ihr durch das Tor in den Burghof der Feste Lowang wollt, treten vor euch sofort 4 Gardisten. Halt, hier hat niemand Zutritt. Ja, da wollten wir auch gar nicht wirklich rein. Was ist das dafür ein... Oh. In der Götter Namen, helft einer unschuldigen, notgenannten Frau. Wollt ihr der Frau etwas geben? Die sieht wirklich ganz schön zerlumpt aus. Im Gegensatz zu den Kindern, die hier immer grinsenderweise ankommen, nur um Geld für Lakritze zu bekommen. Also geben wir ihr was. Mögen die Götter es euch lohnen, edle Reisende. Ja. So, ein sehr großes Haus. Das könnte eine Art Rathaus sein. Wir speichern das mal ab. Neu. Ja, wirklich sicher ein LP 31, weil das ja die Spezialfolge zu den 1500 Abos waren. Deswegen auch so lang.
Also reicht 31. Und wir sehen uns gleich wieder.